Fakt ist mal, dass Durm sich nach einer schwachen Anfangsphase im Team momentan steht er vor Tura und der Costa ist erstmal nach Mainz ausgeliehen. Nachdem Durm mehrere Spiele am Stück hatte, sieht man von ihm nun durchweg solid, während Ture stärkere und schwächere Spiele und auch innerhalb eines Spiels brillante Szenen und ganz schwache hatte, zeichnet sich Durm durch eine hohe Konstanz. Innerhalb der soliden Leistungen entwickelt er sich auch weiter und hat die eine oder andere Auffälliges. In seinem Alter wird sich aber sein Marktwert auf seinem momentanen Leistungsniveau vermutlich nicht wesentlich ändern, obgleich die 2,5 Millionen den unteren Rand des möglichen Marktwertspektrums repräsentieren, das bis an die 4 oder 5 Millionen reicht. Es wird halt auch davon abhängen, ob Durm sich dauerhaft im Team festbeißen und gegebenen weiter steigern kann. Auch weil er ablösefrei zu uns kam und das Alter in Zukunft dagegen spricht, sind allerdings keine großen Sprünge mehr zu erwarten. Momentan bin ich bei dieser Personalie schmerzfrei, was die Marktwerte angeht. Ich denke, dass man hier am Saisonende nochmal schauen kann, ob er seine Leistungen besteht. Dann kann es auch nochmal 1 bis 2 Millionen hochgehen.